Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Bitte einmal hören. Wir hören den Klang der Eifel, und zwar der Nordschleife. Wir haben mehrere Premieren, und zwar der Pony dreht heute erste Video draußen. Ja, sag mal hallo Pony. Hallo Pony. Upsi, das ist der Pony. Hi. Sehr geil. Wir haben eine zweite Premiere, und zwar sind wir bei Mantai. Auch eine kleine Traumerfüllung für mich. Und heute dürfen wir gucken gehen. Und da habe ich auch bei KW gebettelt, so ein bisschen. Und die haben es dann möglich gemacht, dass wir hier mal gucken können. Schönen guten Tag. Servus. Wie geht's dir? Gut. Wir haben schon länger gequatscht über das hier. Und dass das jetzt klappt, freut mich sehr. Da frage ich direkt eine Sache. Mantai ist Hälfte Porsche. 51%. 51% ist es Porsche jetzt. Okay. Und vorher war es vom Olaf Mantai gegründet? Genau. Also der Olaf hat das irgendwann mal gegründet nach seiner, ja, war eigentlich noch aktiv. Aber grundsätzlich war es so, er wollte mal ein eigenes Team und eine eigene, ja, eigene Firma. Der hat dann eigentlich zu Hause angefangen und wollte eigentlich immer ein Rennteam, wo quasi er selber einsetzt. Und jetzt sind die Räder-Jungs da. Genau. Das ist halt auch so ein bisschen, wieso heißen die Räder und die Firma heißt Mantai und so. Ja, ja, es gibt ja, gibt es Räder Motorsport noch? Ja, den Namen gibt es noch. Aber nicht mehr die aktuellen. Ich habe Räder Motorsport mitbekommen über die Audi TTs. Das war so, wo ich Räder Motorsport wahrgenommen habe. Genau, und dann kam auch das schon. Ja, der Punkt war eigentlich, dass der Olaf irgendwann zu Hause angefangen hat und hat dann 2000 hier gebaut, den Altbau, wo du auch warst, und hat hier eigentlich Motorsport. Ihr nennt das Altbau da hinten? Also das blaue Dach. Soll ich mal, ich sag dir mal meine Erfahrung. Ich bin früher immer Nordschleife gefahren. Und immer, wenn ich gefahren bin, bin ich einmal da an dem Zaun vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich wollte einfach nur mal reingucken, ob ich irgendwas sehe, was ich sonst nicht sehe. Und dann bin ich wieder weggefahren. Aber bist aber nicht der Einzige. Ja, ne? Das machen ganz viele Menschen. Ne? Hier ist quasi Wochenende schon. Mittlerweile natürlich, weil der Parkplatz auch dementsprechend ausgestattet ist. Ja, der jetzt. Aber das, wo ich jung war, da gab es das hier alles gar nicht. Ja, ja. Da war das hier das Gewerbegebiet noch anders. Ja, ja. Da war das hier Platz. Also Olaf hat gesagt, als er hier gebaut hat, war quasi Straße, Kreisverkehr, richtig, grüne Wiese. So kenne ich es auch noch. Ja, ja. Da war da gar nichts. Und dann habt ihr dieses Zelt gebaut, wo die Kundenautos nämlich dann rein können über den Winter. So, und das war so für mich als Junge ein Highlight, dass ich da so an die Scheibe gegangen bin und dann mich wieder nach Hause gefahren. Und der Punkt, also der Zusammenschluss, wieso auch viele jetzt immer wieder fragen, ja, Räder, Mantai, Porsche, wie auch immer. Der Punkt war, dass 2011 war eigentlich so der Knackpunkt. Da sind die Jungs von Räder eben mit dem TTRS da in der NLS gefahren, damals noch VLN, und haben 6-Stunden-Rennen gewonnen damals, vor alle GT3-Autos mit einem Frontantrieb, ja, ganz wichtig. Und dann ist eigentlich durch diesen Sieg von dem TTS war der erste Gratulant der Olaf. Überleg mal. Die Story, also wir haben schon oft erzählt, aber wenn es einer nicht weiß, der Punkt war, dass die beiden Räderbrüder, sind ja Brüder, der Martin und der Micky, und die sind nach Hause gegangen und haben ihren Eltern erzählt, dass sie gewonnen haben und dass der Erste, der an der Boxenmauer gratuliert hat, quasi war der Olaf. Die Mutter der beiden hat dann dem Olaf eine E-Mail geschrieben und hat sich bedankt, dass er quasi ihre Söhne realisiert hat. Und der Olaf hat zurückgeschrieben, weil beim Olaf und bei seiner Frau, der Renate, hat es einen Vorfall gegeben mit ihrem Sohn. Ich weiß. Und er hat eben da schon einen emotionalen Brief oder E-Mail zurückgeschrieben. Und so ging es los. Dass das und jetzt das ist. Dann hat der Olaf irgendwann gesagt, ihr, glaube ich, habt das gleiche Mindset wie ich und habt ihr Lust zusammen zu machen. Genau. Wohin gehen wir zuerst? Das sieht schon mal sehr aus wie ein PZ hier. Ja. So vom Tisch so und von dem Logo könnte es... Genau, also du siehst auch hier Mantai linke Seite, Porsche Service Zentrum Moisport rechte Seite. Also wenn du hier reinläufst, dann gibt es da drüben Kundendienst und hier gibt es quasi Tuning. Autos. Tuning ist für euch ja... Ah, Tuning ist ganz schwierig. Also ja, ne? Musst du mal zum Olaf sagen, du bist Tuning. Ja Porsche Tuner, dann wird der uncool, ja. Also wir, finde ich uncool. Wir tunen nicht, ja, sondern wir modifizieren und so der Basisaussage vom Olaf war immer, wir bauen nichts ans Auto, was das Auto nicht schneller macht. Was wir machen ist, ein Kunde kommt, sagt, ich habe das Auto, ich will das damit machen und bei uns ist halt einfach 98%, ich will auf der Strecke fahren. Ja, klar. Und dann sagen wir, wir empfehlen das, das, das und das und dann kann er entscheiden. Und wenn er sich dagegen entscheidet, dann denke ich mir nicht, oh, jetzt haben wir keinen Umsatz gemacht, sondern wir haben es ihm vielleicht nicht richtig erklärt. Weil das Auto, egal ob der super fährt oder nicht rechts abbiegen kann, es wird danach für ihn immer angenehmer sein und besser auf der Strecke, wie das, was er gebracht hat. Wir fangen jetzt an, Straßensport, okay. Mantai und Räder.
das ist wichtig, weil wir können als Mantai keinen BMW frisieren. Ja. Was sie aber macht. Ja, unter Räder Motorsport. Also der Brand Räder Motorsport gilt immer noch für alles außer Porsche. Mhm. So, auf geht's, Autos, los geht's. Also, hier sind wir bei uns in der Straßenabteilung, oder Straßensport. Ja. Wie gesagt, du siehst ja von BMW über Audi zu Porsche und wieder BMW. Das ist übrigens auch noch wichtig. Also wir haben natürlich die aktuellen G-Serie von BMW da, wir haben aber auch eine E36 da. Ja. Ja. Und es kann sein, vor allem hier auf der Nordschleife, dass halt einer mit so einem Auto von so einem relativ nass gemacht wird. Auf jeden Fall. Und wir erklären das den Kunden so, dass wir das nicht besser machen, sondern einfacher zu fahren. Ja, nicht einmal das, sondern wir optimieren es auf den Einsatzzweck. Und beim GT2 ist das beste Beispiel. GT2 RS hat eine eingetragene Topspeed von 3,45. Bei dem Auto, das kann aber jetzt einer kaufen, der wirklich nur Autobahn bläst. Und dann kannst du in dem Auto nicht 3 Grad Sturz und maximal Flügel fahren, weil dann funktioniert es halt nicht. Wenn aber einer sagt, er will nur hier fahren, dann gibt es natürlich, drehen wir an ein paar wenigen Stellschrauben in dem Auto und dann passt es auf einmal nochmal besser hier auf der Strecke. Audi A8 hat auch Fahrwerk bekommen, was halt bei uns, wenn man das Thema ist, sieht man jetzt hier. Das ist unser Messsystem, also so vermessen wir Autos. Wireless haben wir auch. Ja. Aber ihr vermesst die dann hier so stehend? Wir vermessen die hier und wir vermessen ohne die Räder am Auto. Was wir machen, sieht man jetzt da vorne, das ist der Case. Können wir mal kurz, kann ich dir zeigen. Das ist jetzt auch so ein Eigenprodukt von uns. Das ist ein Eigenprodukt? Genau. Und der Hintergrund ist, dass unsere Jungs quasi ein Messsystem benötigt haben, das man erstens mitnehmen kann, weil Motorsport, und das so einfach wie möglich zu bedienen ist. Wir schrauben das quasi ans Auto und wir stellen dann das Auto mit diesen Messrädern auf diese Tische. Das bedeutet erstens... Aber dann muss der Boden ja plan sein. Ja, der Boden muss nicht plan sein. Das ist auch wieder sowas, was sich relativ hochtrabend anhört, aber ist eigentlich relativ einfach. Wir haben, wenn du siehst, die Tische, die müssen natürlich, wie du schon sagst, der Boden muss eben sein. Aber wir verfeinern uns und sagen eigentlich die Ebene, wo das Auto draufsteht, muss 100% eben sein. Sprich, der Teller oben drauf. Genau. Und das erreichen wir relativ einfach. Und zwar, wir stellen einen Laser vor das Auto. Einen. Der kreiert eine Ebene. Ja. Achso, so ein normaler Baulaser. Normaler Baulaser. Du hast einen Laser vor dem Auto, der kreiert eine Ebene. Mhm. Und dann hast du diese Messtische, wo du ja gesehen hast. Und die Messtische haben 3 Füße. Und haben an den 3 Füßen, kannst du hier sehen, diese Löcher. Aha. Ja. Ja. Hier siehst du, das ist jetzt zum Beispiel Front Right. Ja. Ja. Und du hast hier bei jedem Fuß ein Loch. In dieses Loch halten wir diese Hülse. In das Loch? Also quasi, wir stecken die so rein. Ja. Und dann hat diese Hülse hier eine silberne Phase. Ja. Und wenn wir eine Laserebene haben und diesen Fuß so drehen, dass der Laser die Phase trifft, und das machen wir an allen 4 Tischen bei allen 3 Beinen, haben wir eine Ebene. Alles, was unter dieser Ebene ist, ist uns egal. Und somit könnt ihr jede Boxengasse nehmen, ihr könnt egal. Wir können alleine schon in der Werkstatt jeden Arbeitsplatz nehmen. Und das habt ihr selbst entwickelt hier? Ja. Darf ich fragen, was das kostet? Es geht los bei 20 netto. Was kostet dieses Kit bei euch für den GT2 RS? Mit dem Radsystem kostet es 89,911 netto für den GT2. Und das was bei? Fahrwerk, okay. Mhm. Bremsupgrade, also Beläge, Klötze. Stahlflex, ja. Aeropaket. Sprich Heck, Flügel komplett oder nur Außenflaps? Ja, das sieht nur so aus. Also wenn wir vorne anfangen, wir haben Carbon-Unterboden vorne. Ja. Wir haben die Flex. Ja. Wir haben Luftleitelemente unterm Auto. Ja. Wir haben einen anderen Diffusor. Ja. Und wir haben einen Heckumbau. Dann sehe ich den hier. Genau, Zusatzwassertank. Und alles montiert aber, ne? Ah, nee, der kommt dazu, der Einbau. Schnaufen wir einmal durch. In diesem Messtischen ist direkt noch ein Radlast mit drin, also du kannst Radlast direkt machen. Ja, das habe ich da gesehen, das habt ihr da schon an. Ne? Also ich tritt quasi hier drauf und dann zieht es mit da. Lass mal gucken, was der jetzt hier so bringt. Der hat jetzt hier 1593,9. Das ist schon auch eine dicke Kuh, ne? Ja, wir haben natürlich jetzt Fahrer drin, Tank voll und so. Ach, ihr simuliert Fahrer? Ja, ja, ja.
Das ist halt Motorsport, ne? Also, wenn wir messen, dann messen wir einfach das Auto und ihr habt einen Sack drin, was 50 Kilo ist? Das sind jetzt 80 Kilo, pro Sack 10 Kilo. Also 80 Kilo. Voller Tank mit 90 Litern. Auch ein voller Tank auch noch? Okay, dann ist das Auto wieder nicht mehr so schwer, würde ich sagen. Es ist ja wieder so, es gibt einen 10 Kilo Sock, der hat eine rote Lasche und einen 5 Kilo Sock, der hat eine blaue Lasche. Weil wenn du beim 24-Stunden-Rennen morgens um 3:30 mal kurz vermessen musst, dann lest du halt nicht 10 um 5 Kilo, sondern schaust auf die Lasche. Also das komplette System oder das, was wir machen, ist eigentlich dafür ausgelegt, dass es so einfach wie möglich zu bedienen ist. Und jeder, der das dann sieht zum ersten Mal, der denkt sich immer, okay, jetzt hier startet gleich eine Rakete. Aber in Anführungszeichen ist es nur so, dass für Mechaniker so maximal einfach ist. Aber was ich auch sehe, ist so das klassische Upgrade, wie sich einem E36 hoch war. Ich denke, das war das alte Fahrwerk, was drin war. Selbstgebautes Dom, was ich hier sehe. Eine normale V3 und er wechselt zu einem Competition-Fahrwerk. Es gibt auch hier am Parkplatz E36, wo einfach ein V5 Racing drin ist. Boah. Da geht es schon, da geht schon. Der will Leute ärgern. Ja. Es ist nicht so, dass irgendwie die kleinen Autos mittlerweile nur noch zweifach oder so fahren. Nein, nein, nein. Das ist alles schon serious geil. Racing. Guck mal, den gehört der. Kundenauto. Ehrlich? Ja, und der Punkt ist so, dass ab und zu unsere Jungs von der Werkstatt, das war jetzt so ein Langzeitprojekt, wo die natürlich auch einmal Spaß dran haben. Ja. Was ich wirklich faszinierend finde, ich liebe Technik und so, aber alles, was ich sehe, über Räder, Reifen, alles, was ich sehe, ist einfach High Performance. Es ist, nichts ist irgendwie normal. Ja, das ist aber auch... Es ist kein normaler Reifen. Ja, bei uns suchen Leute an und sagen, wenn ich so einen Cup 2R oder so brauche, muss ich die vorbestellen. Da sage ich, wir haben im Schnitt 70 Satz auf Lager. Hier sind wir in der Entwicklungsabteilung und Entwicklung... Stopp mal ganz kurz. Dieser Deckel hat auch TÜV, ne? Ja, ja, klar. Und approved. Wieso das für uns auch Laune. Wichtig ist, dass du das siehst, ist, dass hier wirklich Entwicklung betrieben wird. Also es bedeutet, wir warten jetzt nicht, bis der ein Fahrwerk hat und der Räder und der Abgasanlage. So sind wir ja auch zusammengekommen über KW. Ich spüre schon, was hier ist. Ne? Jedes, der einzelne Arbeitsbereich, die verschiedenen Autos, verschiedene Projekte, verschiedene Sachen werden gemacht. Da sind Telemetriegeräte oben drin. Ne? Da wird halt aufgezeichnet, was das Auto macht, um es besser zu machen. Was halt bei uns aber der Unterschied ist, zum Beispiel jetzt, ist, dass wenn wir für das Auto ein Fahrwerk brauchen, ja, dann haben wir Vorgaben und Wünsche und konstruieren auch teilweise was. Verstellfuß dann zum Beispiel, wie der ins Auto passt, weil wir auch die ganzen 3D-Daten vom Auto haben. Ja, und ja, aber auch erst seit jetzt. Ne? Ja. Also das ist ja jetzt durch diese 51% alles möglich. Genau. Ne? Und dadurch haben wir natürlich viel mehr Zugang. Bei uns ist es halt so, dass wir wirklich entwickeln. Weil viele Leute meinen ja immer, ja, Manta ist ja 51% Porsche, die Teile müssten ja eigentlich als allererste verfügbar sein. Der Punkt ist, wir sind nicht die Ersten, weil wir halt eine Entwicklung, ein Loss-Kollektiv und eine Abprüfung und eine Freigabe haben. Und bei uns, typisches Beispiel, wir sind letztes Jahr im November mit dem Fahrwerk nochmal im Industriepool gefahren, weil wir das Privileg haben, im Industriepool fahren zu können. Und dann sind wir gefahren und es war noch nicht gut. Und dann haben wir das nochmal geändert und der nächste Industriepool war halt erst im März. Das bedeutet aber, dass bei uns halt die Auslieferung ein halbes Jahr später beginnt, weil wir nicht ausliefern, wenn wir nicht zufrieden sind. Ich will einmal hier die Vorderachse. Darf ich da näher ran? Ist alles vorbereitet, weißt du? Das kennen wir. Das machen wir ganz genauso. Gucken, wo Kontakt passieren könnte, wo Kontakt passiert. Dann Allradlenkungselement hier zwischen, wie die Autos sich weiterentwickeln. Absolut geil. Du siehst, der Wagen hat auf jeden Fall schon einiges gesehen. Der hat auf jeden Fall auch thermisch. Was du dann siehst, hier ist Federwegsensor. Ja. Arbeitsweg, da siehst du wirklich hier drin. Wie ist die kleine Schubstange? Hier die silberne? Ja. Die arbeitet in das Teil rein, was hier oben gelagert nur ist. Und dadurch wird aufgenommen, wie viel Federweg er wirklich in welchen Momenten macht, auch mit Geschwindigkeit, ne? Also mit Weg pro Sekunde. Dass das so siehst, dass das, was das Federwerk macht, nicht nur höchster Punkt, wie so einen, in so einem alten Rennwagen, die Drehzahlbegrenzung. Dass du siehst, okay, er hat mal 8 gedreht. Aber wie lang, was, wo, weißt du nicht. Hier ist jetzt zum Beispiel wieder so, wir haben das Fahrwerk fürs normale Auto, ist schon fertig. Hier, das ist jetzt gerade der Prototyp mit dem Lift-System, weil natürlich da wieder ein anderer Bauraum da ist, dann braucht es wieder eine andere Feder vor allem. Mhm. Ja. Adapter hier, Adapter da, also das ist schon alles nicht so, dass man sagt, okay, schraubt mir jetzt mal schnell da. Der sieht aber noch gut aus dafür, dass er schon Kampf hat. Ja, was man sieht, ist jetzt, da ist ja ein Mantelpaket verbaut, bedeutet,
die Lippe ist größer. Ach, die ist größer? Das siehst du hier an unserem Logo. Ich hätte es nicht erkannt. Hat man gar nicht gemerkt. Wie viel ist die? Ein Zentimeter? Maße weiß ich nicht, müssen wir Stefan fragen. Aber die bringt auf jeden Fall den Abtrieb, den wir an der Vorderachse gesucht haben. Mhm. Flix. Und dann haben wir die Luftleitelemente unter dem Auto. Hier. Ja, ja. Was machen die genau? Die Luftleitelemente leiten im Endeffekt die Luft nach dem Rad nach außen. Aber warum? Das willst du doch eigentlich gar nicht. Du willst sie doch im Diffusor haben. Fragen wir Stefan, der kann dir das ja gerne. Ja? Hallo. Grüß dich, Stefan. Hi. Kleine Frage. Und zwar, wenn wir unter dem Fahrzeug direkt nach dem Vorderrad die Luft zur Seite wegführen, ne? Ja. Nehme ich nicht Energie dem Heckdiffusor? Ein bisschen schon, aber das ist ein Kompromiss, den du gehst, weil du erzeugst ja hier einen Wirbel den Schweller entlang und dichtest damit quasi den Schweller ab. Mhm. Also CW-Wertverringerung? Ja, CW-Wertverringerung und du sorgst auch dafür, dass von außen keine Luft mehr eindringt. Die willst du nicht haben. Ne? Weil nach Curtain, so ein Air-Curtain. Genau, wie ein Curtain. Also du erzeugst eine Wirbelschleppe entlang des Seitenschwellers. Genau, also für euch erklärt, Air-Curtain ist etwas, was du sehr viel produzierst. Haben wir was? Hier zum Beispiel. Ja. Ne? Dass die Luft rangeführt wird. Und wenn du kein Air-Curtain hast, dann kannst du an gewissen Stellen Zirkulation produzieren, die halt aber technisch gesehen dich hier und da immer festhalten können. Nichts ist schlüpfriger als Luft. Wenige Sachen vielleicht. Ja. Aber vielleicht, wenn du frisch aus der Badewanne rausrutschst, dann... Ja, aber am Fahrzeug gilt das natürlich. Ne? Genau. Und dann baust du eine Art Air-Curtain auf über die Seite. Also was passiert? Du 10 km/h, 20 km/h, ich würde mal sagen, es beginnt so in ganz kleinen Zügen, so ab 35, 40, dass schon die ersten Effekte entstehen. Ja, da wirbelst dann schon und du bekommst dann schon eine Trennschicht, aber du hast noch nichts davon. Genau, so ab 150 auf jeden Fall volle Möhre, würde ich sagen. Dann hast du ja die Luft strömt. Mhm. Und diese kleinen Kugeln, ne, die Luft hat ja einen vorderen Kontaktpunkt und einen hinteren Kontaktpunkt. Und dadurch, dass das da durchgeht, beschleunigt das kurz und baut kleine Turbulenzen auf. Genau. In all diesen kleinen Kammern. Was du da machst, umso schneller du fährst, umso größer werden die Turbulenzen. Somit entsteht so eine Art unsichtbarer Luftfilm. Trennschicht. Ja, genau. Und dann fährst du ja weiter schnell. Dann kommt die hier vorne an, die Luft. Ne? Und hat ja dieses sehr schlüpfrige Element. Und dann wuff, wieder durch. Aber das ist eigentlich ein schönes Beispiel, wo wir halt ansetzen. Ne? Das ist gut gedacht mit dem Golfball-Design. Aber es geht halt leider hinten nicht weiter. Ne? Also da ist ja hier nochmal einen leichten Anstieg. Wie muss ich ja auch verbessern können. Ja, eben. Das ist genau der Punkt, wo wir dran gehen. Ne? Und wir machen halt eine Diffuser oder einen glatten Unterboden, der das Ganze deckt. Ich denke, sowas ist in Verbindung mit Produktion. Ja. Da hat der das nicht. Ja. So, und dann denke ich mal, ist das einfach kostenmäßig nicht drin, dass das Zeug durchgeführt wird. Das ist der einzelne Frontstoßträger. Da kann man das machen. Und dann dübelt ihr das hier rein, ne? Ja, die sind zusätzlich, wobei da noch ein kleiner Unsicherheitsfaktor ist, was tatsächlich Serie ist am Fahrzeug und was nicht. Aber tatsächlich sind die von uns und die haben den gleichen Effekt, den ich eben erklärt habe. Also die machen zum einen, dichten die quasi Schweller zur Seite ab, aber wir vergrößern natürlich auch in dem Bereich hier den Querschnitt und erzeugen partiell dann an der Vorderachse ein bisschen weniger Druck. Aber was machst du denn mit so einem doofen Tuner wie mir, der so tief hätte die Dinge alle 5 Minuten wegschleift? Einen Haufen Ersatzteile verkaufen. Guter Mann. Ein bisschen angeschliffen ist er hier schon. Ja, das Auto hat auch schon richtig was gesehen. Das ist quasi unser Testauto. Genau. Also hier, was ich noch zeigen wollte, dass du mal da siehst, wir haben quasi einen Datenlogger, ICD-Display mit Logger vom Cup-Auto verbaut. Sieht aus wie bei uns auf der Lassesee, wenn wir fahren. Ist eigentlich in jedem Auto drin, da wo wir auch wirklich alle Daten mitlocken. Race Navigator benutzt ihr auch? Ja. Ja. Ist halt einfach die einfachste Lösung, um eine Referenzrunde zu haben, zu sehen, was hat er gemacht? Ja, also viele sagen ja dann, ja gut, ihr habt einfach einen anderen Flügel aufgesteckt. Ja. Aber der Punkt war halt einfach der, wir haben gewusst, wir brauchen mehr Abtrieb. Also haben wir einen größeren Flügel montiert, haben aber dann bei Geschwindigkeitstests gesehen, dass wir über den Flügel so viel Abtrieb generieren oder so viel mehr Abtrieb, dass irgendwann, also wir haben eine Kamera nach hinten gehabt und dann haben wir das Thema gehabt, dass hier der Deckel halt irgendwann einmal 15 mm sich gehoben hat. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen es anders machen. Und du musst die Balance zu vorne finden. Ja. Und dann ist natürlich das große Konstruieren losgegangen. Und am Ende des Tages war für uns die einzige Lösung, dass wir den Flügel direkt ans Chassis schrauben und somit die Last vom Heck dazu nehmen. Und aus dem Grund siehst du jetzt... Ich habe gerade schon das hier gesehen. Genau.
Und jetzt ist es quasi so, dass wir direkt den Flügel ins Chassis einleiten und dadurch quasi den außen vor lassen. Dann ist aber dazu gekommen, dass irgendwann auch die Konstrukteure von Porsche gesagt haben, wer weiß, ob die Lampe noch passt mit dem Abtrieb. Und aus dem Grund fahren wir auch hinter der Lampe Versteifungsbleche. Die sind aus dem Cup-Auto. Im Cup-Auto sind die direkt verschweißt. Und bei uns werden die vernietet und verklebt, um quasi das Heck zu stabilisieren, damit wir die Einleitung von der Kraft auffangen. Ich finde, sowas ist gut, das zu sagen. Ja. Sowas zu fragen, weil das erklärt das so ein bisschen mehr und mehr. Ne? Hatte ich auch gerade im Kopf. Weil ich glaube, ihr seid schon so tief drin in eurem natürlichen Ding. Aber das ist so eine Frage, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute davon jetzt da sitzen und denken sich, ah, jetzt bestelle ich. Aber trotzdem werden da welche bei sein, die das trotzdem tun. Aber das sind so Informationen, die, glaube ich, dann das attraktiver machen, auch noch mehr rechtfertigen. Ne? Ja, beim Draufgucken sieht es halt aus, es ist ein anderer Flügel drauf und der ist ein bisschen größer und der macht bestimmt auch mehr Abtrieb. Aber dass da viel mehr dahinter steckt, was auf den ersten Blick nicht zu sehen ist, weil es bedingt einen neuen Heckdeckel. Ne? Das ist nicht mehr der gleiche Heckdeckel. Wie? Ja, du brauchst ja einen Heckdeckel, der hier ausgelassen ist, damit deine Flügelstütze durchgeht. Aber ihr baut den Originalen um. Nee, der ist neu. Oh, um Gottes Willen. Was kostet das Kit denn dann hier? Das Kit kostet 48,911. Ja, aber dann wird es langsam verständlich. Mit Fahrwerk allem. Ja. Ja, komm, dann. Dann ja, das ist dann auch, langsam. Das ist auch natürlich, hilft uns, dass wir davor einen GT2 gemacht haben, weil wir halt extrem viel Entwicklung. Das komplette Heck ist identisch zum Kalle. Also unsere Autos haben alle Namen, deswegen Kalle, nur Insider. GT2 ist es Kalle. Das ist Kalle. Das ist der Frosch, Flipper und so im Endeffekt, dadurch, dass wir vieles übernehmen konnten, ist natürlich auch ein Stück weit Entwicklung weggefallen. Und deswegen könnten wir es natürlich auch. Okay. Ja. Das ist schon geil. Ich bin beeindruckt. Bei dem ist es im Endeffekt so, irgendwann, die Räderjungs oder Mantai damals war ja auch sehr bekannt für Nordschleife, ja. Und irgendwann hat man die Idee gehabt, ein Auto zu bauen, das maximal passend für die Nordschleife und für Langstreckenrennen ist. Ja. Und aber nicht nur performant, sondern auch auf Kundensport irgendwie preissinnvoll. Und was hat man gemacht? Man wollte im Endeffekt, also Basis von dem Auto ist ein Cup-Auto, 991. Ja. Und man hat verschiedene Elemente vom GT3 R hier angebaut, um das Auto performancetechnisch Richtung R zu bringen. Ja, Scheinwerfer, Kurflügel, Haube, genau. Stoßstange und dann hinten eigene Radkurflügel gemacht. Genau, aber laufkostentechnisch immer noch auf Cup-Niveau zu bleiben. Das bedeutet, nur als Beispiel, Cup-Auto hat vorne 3 Kühler. Wenn du Carrera Cup schaust und da sagt der eine zum anderen Hallo, ist eigentlich immer ein Kühler kaputt. Ja? Mhm. Was haben wir gemacht? Ach, sagt Hallo, jetzt habe ich es. Ja, genau. Hallo. Wir haben die 3 Kühler rausgenommen und wir haben einen zentralen Mittelkühler in den Kofferraum gebaut. Weil wenn der kaputt ist, dann... Quasi wie die Drifter, genau. Die alles aus dem Schussfeld nehmen, dass genau. Du da richtig hart mit kämpfen kannst und eigentlich weiterfährst. Genau. Ja. Und dann haben wir als Beispiel... Wo darf der denn fahren, in welcher Serie? Der darf mittlerweile fahren NLS, also am Nürburgring. Ja. Darf fahren im Porsche Sports Cup. Darf fahren in der Greventic 24-Stunden-Serie. Aber Porsche Sports Cup, ist er nicht zu dick dafür? Ja, gibt es eine extra Klasse. Ach so. Und der Punkt ist, also als wir das Auto gebaut haben, und ich habe da ein bisschen, also ich war da vertriebsseitig dabei, und ich habe gesagt, das Auto ist für mich mega, weil es sieht nach was aus. Voll. Also nicht so das schmale Cup-Auto. Voll. Und es ist aber, nur als Beispiel, da ist originaler Motor und Getriebe drin, also wie beim Cup-Auto. Ja. Und es sieht aber noch eher aus. Voll. Es war dann auch wirklich so, dass wir, also wir haben über 40 Autos verkauft. Und die meisten sind aber wirklich Kunden, die dann Trackdays fahren oder so, weil die einfach, genau. Das weil einfach sagen. Und was dazu kommt, dass wenn... Du auch einen schmalen Schuh, wenn du auf dem Trackday ankommst mit dem Ding. Ja, du musst halt schon mal... Und der Punkt ist aber, dadurch, dass Technik weitestgehend Cup ist, also die Vorderachse ist komplett Cup, hinten haben wir nur längere Lenker, aber Radträger und Antriebswelle ist alles original Cup. Jetzt habe ich ja hier Profis um mich rum. Das ist ein Video, wo ich auch viel frage. Ne? Längere Lenker bei einem Porsche, das ist doch nicht gut. Es kommt darauf an, wie man es macht.
Also du musst natürlich schon kinematisch schauen, wo genau. du dann landest. Und die Autos sind schon empfindlich, was den... Ich muss einmal unterbrechen, damit ihr wisst, was längerer Lenker bedeutet. Wenn wir Tuner manchmal so Autos breiter machen, dann das originale Rad ist in dieser Position. Der Lenker und die Hebelwirkung und die Dämpferansteuerung hat alles ein Konzept. Und vor allen Dingen auch, wo die Mittellage der Felge ist und des Rattes. Wie das arbeitet. Wenn du jetzt die Lenker nach außen einfach so verlängern würdest, wie wir das manchmal machen bei dem E30 M4-Projekt, einfach nach draußen und dann dementsprechend auch die Einbruchstiefe vielleicht sogar etwas höher machst, damit das Rad wieder reinkommt, um es irgendwie einzufangen, fängst du an, Mist zu machen. Ja, also dann wäre es schon Zufall, wenn das wirklich gut funktioniert. Mhm. Also was willst du erreichen? Du willst ja eine Raderhebungskurve. Das heißt, über den Radhub möchtest du eine Spuränderung und möchtest eine Sturzänderung. In der Regel mehr einfedern, möchtest du eine Sturzzunahme haben. Ja, wir müssen es immer ein bisschen noch, ne, ja. Es ist immer hier so, ihr seid alle im Thema. Ich muss da mal ganz kurz für alle abholen. In dem Moment, wo das Rad sich bewegt, darf man sich nicht einbilden, dass diese Sturzposition und die Vorspur, oder wie das Rad eingestellt ist, dass das linear nach oben geht. Bei der Vorderachse des 992 GT3 haben wir schon nahezu, dass das so passiert. Ja. Näher als die Vorder 991. Spur ja, Sturz nein. Genau. Ja. Das ist nämlich ganz schwer, Sturz, weil wenn du jetzt gerade oder schräg über die Straße gehst, das, umso weiter das reingeht, umso mehr Sturz generierst du. Genauso wie wenn das, boah, jetzt wird es echt räumliches Denken. Also wenn die Vorspur da ist, das Rad zieht zu. Oder wenn ein Auto ausfedert, dann ist das beim Fahren so und beim Ausfedern machen die Räder den. Ja? Das heißt, das Rad, die Radposition ist in der Ein- und Ausfederbewegung nicht identisch. Und du hast ja eine bestimmte Anforderung an das, was das Rad machen soll. Ne? Beispielsweise, wenn du beim Bremsen das Auto frei hebst hinten, das heißt, du federst aus, dann zum Bremsstabilisieren etwas mehr Vorspur macht da schon Sinn. Mhm. So, das heißt, es gibt eine Kurve mit einer gewollten Radstandsveränderung oder Radpositionsveränderung über Spur und Sturz. Und, was eigentlich noch viel wichtiger ist, die gedachte Linie der Lenker erzeugt irgendwo in der Nähe der Mitte des Fahrzeugs den Momentanpol. Das heißt, das ist der Punkt, um den das Auto rollt. Und der Abstand zum Schwerpunkt des Autos ist entscheidend dafür, wie groß das Rollmoment ist. Wenn man jetzt also hergeht und sagt, naja, jetzt will ich mal Safari fahren mit dem Ding und drehe den mal 100 mm hoch, dann wird das sehr schwer zu fahren sein, das Auto, egal auf welchem Ursache. Das wird fahren, aber wenn es halt dynamisch irgendwann wird... Ja. Genau. Das heißt, einfach Lenkerlängen verändern kann funktionieren, wäre aber ein echtes Zufallsprodukt. Also das muss man sich kinematisch in der Simulation schon genau anschauen und mit dem abgleichen, was man eigentlich davon will. Mhm. Und davon habt ihr 40 Stück verkauft? Bisschen über 40, ja. Dann war natürlich das Thema, dass als irgendwann der GT2 Clubsport vorgestellt wurde, haben natürlich wir so mal ganz vage fantasiert, weil da sind wir ganz gut drin, ja, alle, dass wir gesagt haben, wir könnten ja eigentlich so ein, also KPMR heißt der bei uns intern, wir könnten ja so ein KPMR-Kit vielleicht auch einmal an einen GT2 Clubsport bauen. Vielleicht noch ganz kurz hier zu dem Auto, wieso das für so Gentlemen und für Track Day Enthusiasten ein cooles Auto ist, weil es ist ein Cup-Auto. Es fährt einfacher, weil breitere Spur einstellbar als Fahrwerk ABS. Jetzt bei dem Auto kommt noch dazu, wir haben eine Leistungssteigerung. Oh, Mantai hat eine Leistungssteigerung, aber offiziell von Porsche. Das Auto hat 525 PS statt 485. Wir haben eine Traktionskontrolle, auch programmiert, und Anti-Lift. Anti-Lift bedeutet, dass du, würde die Nase steigen, ja, Last rausnimmt. Nimmst du quasi Leistung aus. Das macht ihr über einen G-Meter, Positionsmeter. Ja, über die Radpositionssensoren, also Höhenstandssensoren, detektieren wir den Lastzustand. Also wir haben den Lastzustand und haben die Radpositionssensoren und darüber detektieren wir. Das heißt, wenn er sieht, viel Last mit ausgefedert, nichts gut. Nicht gut. Und das ist halt für einen Gentleman. Also wir haben immer gesagt, wenn mit dem Auto mal einer unter 810 NLS fährt, ist das cool. Ja, aber viel cooler ist es, wenn sich ein Gentleman, der sich freigeschaufelt hat, auf einem Trackday zu fahren, mit dem Auto fährt und sagt, ich kann 20 Runden fahren, stresst mich überhaupt nicht, weil das Auto total easy zu fahren ist. Okay. Und das war auch dann wirklich der Fall. Ja. Das ist kein, ich kann jetzt alle möglichen Fragen hier loswerden, das ist, ja, glaube ich, ganz gut. Das ist nicht zum Wegwerfen, der Griff. Das ist eine Lüftung für Turbulenzen im Innenbereich des Spoilers, oder wofür ist das? Ja, also du hast ja auch wieder komplex. Ne? Was willst du? Du willst unten schnelle Luft und oben langsamer. Genau. Weil schnelle Luft niedrigeren Druck hat. Das heißt, du hast einen Druckunterschied von oben zu unten. Und dann fängt er an. Genau.
damit erzeugst du Abtrieb. Aber mit der langsamen Luft hier oben erzeugst du Drag, das heißt Luftwiderstand. Ne? Genau wie so ein Gurney, da kann sich jeder vorstellen, der steht im Wind, ist bestimmt nicht gut für Luftwiderstand. Und in so einer Ecke, an so einer Endplatte, die leitet dir zwar die Luft, aber habe ich hier schon ein Druckmaximum, was ich auch erreichen will, aber bekomme auch, wenn man sich jetzt das Gebirge vorstellt, was quasi an verdichteter Luft hier entsteht, bekomme ich quasi einen virtuellen Widerstand. Und das hier abzuleiten relativ früh, hilft der Effizienz von dem Flügel. Okay, also ich würde sagen, wir sind schon sehr, sehr lang. Wir machen jetzt mal hier Schluss und gehen jetzt noch in andere Gebäude, ne? Das sehen wir dann im nächsten Video. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich sage bis morgen. Tschüss.